Liebe Sabine, ich freue mich riesig, mich hier mit dir treffen zu dürfen. Und es fühlt sich für mich echt an wie eine riesengroße Ehre. Und ich bin auch wirklich aufgeregt. Und ich möchte auch gerne mit dir eine Frage dir stellen, die mich schon seit ein paar Jahren bewegt. Und zwar ist es die Frage, wie wir in unsere Kraft kommen. Persönlich ist die Frage zu mir gekommen, weil ich vor ungefähr 4 Jahren beim Sport einen leichten Unfall hatte, der mich sozusagen aus meinem alten Leben mehr oder minder nicht direkt rausgeschubst hat, aber aufgefordert hat, zu schauen, was will es mir denn sagen? Was passt nicht? Was muss ich verändern? Und es hat zu vielen Veränderungen bei mir geführt. Und die Frage kam zu mir, als ich in meiner schamanischen Ausbildung angefangen habe und mir überlegt habe, wie kann ich fragen, um wieder gesund zu werden? Und meine Lehrerin gemeint hat, geh doch mit der Frage, wie kommst du wieder in deine Kraft? Und das ist jetzt eine Frage, die mich jetzt schon seit ein paar Jahren begleitet und ich letztes Jahr angefangen habe, Interviews dazu zu machen und gemerkt habe, es ist total spannend, diese Frage zu ganz unterschiedlichen Menschen und ganz unterschiedlichen Themenhintergründen zu stellen, weil es so viele Antworten auf diese Frage gibt. Und jeder einen anderen Hintergrund hat und jeder eine andere Lebenserfahrung hat, die Antworten liefern kann. Und nicht nur für mich, sondern für ganz viele andere Menschen auch. Auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Da wäre jetzt die Frage an dich, liebe Sabine. Was magst du uns und den Zuhörern sagen zum Thema, wie kommen wir in unsere Kraft? Ich denke, als Einzelne, als Partner in unseren Partnerschaften und Beziehungen und als Gesellschaft. Und ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Ja, das ist tatsächlich eine komplexe Geschichte. Und ich kann sagen, dass meine ganze Lebenspraxis eigentlich diesem Thema dient, ne? Und ich würde jetzt erstmal auf dieser ganz persönlichen Ebene anfangen. Wie du gesagt hast, eine Krankheit hat dich aus der Bahn geworfen und du musstest ganz neu anfangen. Also, wir sprechen zu der Frage, wie kommen wir in unsere Kraft? Wie kommen wir in unsere Kraft persönlich? Wie kommen wir in unsere Kraft in unseren Partnerschaften? Wie kommen wir in unsere Kraft in unserem sozialen Umfeld, im gesellschaftlichen Umfeld? Und ich kann sagen, das ist eigentlich eins meiner Hauptlebensthemen. Und für mich ist immer ein Leitsatz das Thema nicht aus eigener Kraft. Und im Grunde kann ich dieses Bild beschreiben, dass es gibt zwei Kräfte, die Kraft des Universums, die uns erschaffen hat, und die Kraft, die wir erschaffen haben. Und diese beiden müssen zusammenkommen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, sowohl persönlich als auch in den Partnerschaften, als auch im Gesellschaftlichen, dass wir wieder verstehen, wer wir eigentlich sind im Ganzen. Also ich bringe immer dieses Beispiel, dass ich jetzt hier überhaupt sprechen kann, ist ja ein enormes Wunder, ja. Ich habe ja nichts von dem gemacht, was jetzt hier ich sagt und was irgendwie koordinierend im Bewusstsein sagt, ich bin die Sabine, die 1954 geboren wurde. Wer lenkt da? Wer ist das Steuerorgan? Und da würde ich sagen, dass wir alle vom Ego zum höheren Selbst geführt werden, ja. Und das Ego ist aus meiner Sicht nichts Negatives, ist notwendig, das ist ein Teil des ganzen Schöpfungsganzen, dass wir unsere Wohnungen bauen, dass wir wie Vögel ihr Nest bauen. Nur ist da ein Unglück geschehen und dadurch haben wir eigentlich in unserem Körper, in unserem Zellbewusstsein das ganze Schmerzgedächtnis in uns gespeichert. Und dadurch finden wir nicht mehr wirklich zurück zu dieser Urquelle, die uns lenkt. Und ich finde, also wenn ich jetzt ganz konkret die Frage, wie komme ich in meine Kraft? Ich mache jeden Tag meine Meditation. Ich versuche immer reinzuhorchen, was will die Schöpfung heute von mir? Was will das Ganze von mir? In welcher Frequenz lebe ich gerade? Und dann spürt man eigentlich, durch einen inneren Zeugen, der immer da ist, spüre ich, wann bin ich von meiner Angst gesteuert oder von meinem Ehrgeiz und wann bin ich von der, ich nenne es jetzt die heilige Matrix, von den Kräften des Universums gesteuert. Und in der Meditation merke ich das eigentlich immer
wenn so eine bestimmte innere Gewissheit einsetzt oder wenn es ist meistens auch eine Freude, die einsetzt, wenn ich spüre, jetzt bin ich verbunden. Und das ist halt, so kann man eigentlich sagen, dass unsere Krankheiten verschiedene Formen unserer Gesundung sind, die uns alle helfen wollen, dass wir unsere Orientierung im Ganzen wiederfinden. Und wenn ich jetzt die Frage weiterführe auf die Partnerschaft, also da gibt's ja diesen berühmten Spruch von Jesus aus der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, meistens haben wir diesen Teil dich selbst überhört. In unserer christlichen Erziehung sind wir ausgerichtet auf Nächstenliebe und kennen die wirkliche Selbstliebe nicht mehr. Und ich glaube, um in einer dauerhaften Partnerschaft leben zu können, sind wir herausgefordert, daran zu arbeiten, an unserer eigenen Entwicklung, immer mehr herauszufinden, wer sind wir in dem Ganzen. Ich bringe oft dieses Beispiel in der Partnerschaft, da ist die Anziehung, zwei Wesen. Das eine sieht das andere und man verliebt sich ineinander und es entsteht ein Magnetfeld. Man will immer näher, immer näher, immer näher, immer näher und man kommt in diese ganz feine Berührung. Und dann ist man so berührt, dass der eine umkippt und dann, weil man sich verliert. Ja. Und vor allem wir Frauen haben oft diesen Hang, dass wir uns bis zur Selbstaufgabe in die Beziehungen hineinbegeben und uns dann wundern, wenn wir unsere Kraft verlieren. Und dann ist meistens die Folge Verlustangst, Eifersucht, alle diese Themen, die sofort verschwinden, wenn wir uns wirklich unserer höheren Aufgabe zuwenden. Und das halte ich für Voraussetzung für jede Partnerschaft. Und ja, jetzt komme ich zum dritten Teil. Ja. Oder ja, wolltest du was sagen? Bei Partnerschaften finde ich es immer spannend. Es hat ja so zwei Qualitäten. Es hat die unglaublich tolle Qualität, so wahnsinnig aneinander zu wachsen und miteinander einen Weg zu gehen. Und gleichzeitig ist es unsere größte Herausforderung. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, ist meine größte Herausforderung, in meiner Kraft zu sein. Ja. Weil wir uns in der Partnerschaft mit Konflikten oder durch diese Nähe, wie du sagst, man sich schneller mal verliert. Ja, ja. Also ich glaube ja, dass sich in einer wirklichen Partnerschaft das ganze Gesetz des Universums widerspiegelt. Ja. Wenn zwei Egos sich treffen, führt das zum Krieg. Wenn zwei höhere Selbste sich treffen, dann spiegeln sie die Balance der Brautnacht, aus der die ganze Schöpfung hervorgeht. Ja, zwei polare Kräfte, die sich bewusst sind, dass sie aus einer Einheit kommen, verhalten sich natürlich ganz anders miteinander, als wenn man das vergessen hat. Ja. Und wir sind aber jetzt in eine Kultur hineingeboren, wo eine Partnerschaft fast für alles herhalten muss. Also die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die Sehnsucht nach Zweisamkeit, alles das muss ein Partner auf einmal erfüllen. Das geht gar nicht. Ja, das ist in sich schon. Ich sage oft, wir rennen alle wie die Lemminge in die gleiche Falle, wo die vielen Beziehungskonflikte entstehen. Und das ist für mich natürlich ein ganz, ganz tiefes Thema. Wie kommen wir in unsere Wahrheit? Wie kommen wir an einen Punkt, wo wir unsere tieferen Sehnsüchte nicht voreinander verbergen müssen? Ich sage oft, du kannst nur treu sein, wenn du auch andere lieben darfst, zum Beispiel. Und da kommen wir dann auf das Thema Eros. Wie ist eigentlich der Eros eingebettet in unsere Partnerschaft? Was ist, wenn sich plötzlich mein Partner in eine andere Frau verliebt oder ich mich in einen anderen Mann? In unserer Kultur führt es sofort zur Trennung. Und deswegen sind wir alle geprägt von Verlustangst. Aber wie, wenn wir da einem ganz falschen Liebesbild folgen? Wie wenn genau dadurch, dass man sich interessiert dafür, was der andere eigentlich für eine Sehnsucht hat, die Partnerschaft immer mehr wächst. Ja, da kann ja auch wieder Nähe entstehen, ne? Ja, viel mehr Nähe entsteht. Also Wahrheit in der Liebe ist für mich eine ganz tiefe Voraussetzung für jede Partnerschaft. Und das nächste ist, dass ich glaube, wenn zwei Partner nur aufeinander gucken, das geht nicht. Also sie brauchen einen Blick, einen gemeinsamen Blick in die Welt.
was verbindet uns, was ist unsere Anteilnahme am Schicksal anderer Wesen. Daraus entsteht, glaube ich, die wirkliche tiefe Partnerschaft. Und dann komme ich noch dazu, ich empfehle immer allen, also wenn man sich voll verliebt, dann ist ja dieser Starkstrom in uns, ja, man denkt ja wirklich, jetzt ist das Glück für ewig und man schwört sich ewige Treue und meiner Meinung nach meistens viel zu früh. Also ich empfehle allen Paaren, lernt euch doch erstmal 3 Jahre kennen, wer ihr wirklich seid und dann kann man beschließen, wir wollen jetzt den Weg der Partnerschaft gehen. Und da trifft man auf Schönheit, man trifft aber auch auf Schmerz. Also wir haben ja alle unsere traumatischen Stellen. Man trifft auf die Schattenseiten des anderen. Und wie geht man da wirklich durch gemeinsam? Das ist dann ein wichtiger Punkt. Und eigentlich, ich sage auch gerne, Partnerschaft ist der beschleunigte Weg zur Erleuchtung, weil wir einfach im anderen dauernd diese Schulung kriegen. Kann ich bei meinem höheren Selbst bleiben? Wie finde ich die richtige Nähe und die richtige Distanz? Also wie Feuer und Wasser sich gegenseitig auslöschen, wenn sie zu nahe kommen. Ja, sie müssen in der richtigen Nähe und in der richtigen Distanz sein. Und da kommt man dann auf den dritten Teil deiner Frage, weil dazu braucht es ganz neue Gesellschaftsordnungen. Ja. Also man spürt, dass unsere Gesellschaftsordnung so aufgebaut ist, dass dieses Thema ausgeklammert wurde, dass vor allem die Verbindung von Liebe und Treue und Eros wie ein großes Tabu ist. Die sexuelle Wirklichkeit wurde verteufelt, wurde als das Negative bezeichnet. Eva wurde aus dem Paradies vertrieben, die Böse, weil sie Adam verführt hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Was für eine Mythologie steht da im Zentrum, ja? Und dann merkt man, was wir für eine Aufgabe haben als Frau, das wirklich Weibliche in uns zu entdecken. Oder als Mann wieder das wirklich heilige Männliche in uns zu entdecken. Und dafür braucht es soziale Strukturen, die auf Wahrheit basieren. Und die es möglich machen, dass man, wenn man Hilfe braucht, dass ein Solidarkreis um einen herum ist, mit dem man, wenn man an den Konfliktstellen ist, wo man gehalten wird, ja. Und dafür ist ja ein Punkt, warum wir Tamera gegründet haben, dass wir gemerkt haben, eine ganz zentrale Ursache für den Krieg auf dieser Erde, der besteht darin, dass wir Urkräfte falsch lenken. Und dazu gehört der Eros. Wir haben ihn seiner Heiligkeit beraubt. Die Kraft, aus der alles Leben entsteht, wurde auf einmal in die Zweierbeziehung verbannt. Also das ist klar, dass daraus Gewalt, dass daraus Verzweiflung, Eruption entsteht. Und das ist ein Abenteuer, wie wir diese jahrhundertelange Fehllenkung in neue Formen, in neue Gefäße bringen. Ich glaube, da werden noch einige Generationen dran forschen, bis man merkt, ja, jetzt ist es wirklich in Resonanz mit dem Leben. Ja, ich finde es auch spannend, dass du sagst, ihr habt da in Tamera eine Gemeinschaft gegründet, die diese Prinzipien erforscht und danach lebt. Weil ich glaube, wenn man neue Wege geht, es gibt immer Vorreiter und für andere, die merken, oh, irgendwas stimmt nicht, um aus einem alten Gesellschaftsbild auszubrechen oder auszusteigen, wo man merkt, ah, eigentlich schmerzt überall, es passt nicht mehr so richtig. Manche haben den Mut, von alleine den Schritt zu gehen und ihrem innersten Ruf zu folgen gegen alle äußeren Regeln. Und die sind dann nachher später vielleicht auch die Vorreiter für andere, wie ihr jetzt mit eurem Projekt, ne, sozusagen. Ja, ich will jetzt nicht direkt Vorbild sagen, aber vielleicht in die Richtung schon auch vorlebt und aufzeigt und weiter erforscht, wie es eben auch anders möglich sein kann. Mhm. Und also ich habe 2 deiner Bücher gelesen und ich fand es total spannend, den Prozess auch in mir zu erleben, was das mit mir gemacht hat, so eine ganz andere Sichtweise einzunehmen und zu merken, so wie du doch gesagt hast, ja, man hat da selber auch so manche Themen abgedeckelt, wo man gar nicht von alleine drankommt. Und es fand ich so hilfreich zu spüren. Ja, nee, wenn ich ganz ehrlich bin,
ist da noch mehr, wo in der Gesellschaft einfach ausgeklammert ist. Und da jemanden zu haben, wie du jetzt, also vorzugehen und einem einen Geschmack zu geben, wie es eben auch anders geht, das ist wundervoll. Ja, schön. Ich meine, man kann auch da sagen, ne, Menschen, die an bestimmten Stellen, wo die Tabus sitzen, sich in die Forschung begeben, die werden natürlich auch auf Widerstand stoßen. Das haben wir ja auch selber kräftig erlebt. Und wer dann trotzdem bereit ist, weiterzufragen, da kommen dann auch die universellen Helferkräfte dazu. Und ich empfinde Tamera oft wie so ein Basiscamp für eine Gipfelbesteigung. Also es ist wirklich auch hier keineswegs alles einfach. Ne? Mhm. Und wir gehen durch so viele Prozesse, weil im Grunde geht es um das wiedergefundene Gemeinschaftswissen. Und dieses Gemeinschaftswissen wurde zerstört. Und so haben wir alle ein Trauma, wo man an bestimmten Stellen mit Angst oder Abwehr reagiert. Und allein das zu erkennen, ist schon der erste Schritt, wo dann die Heilkräfte rein können. Ja. Und dann haben wir eben Gott sei Dank ja auch historische Vorbilder. Es gab ja Zeiten, wo Menschen durchaus in der Lage waren, friedlich miteinander zu leben, wo es keine Waffen gab, wo es selbstverständlich war, mit der Natur zu kooperieren. Und ich glaube halt, dass sich dann die Kraft des Individuums immer weiter entwickelt hat. Und da gab es dann irgendwann eine Art von Revolution, wo die Menschen gesagt haben, warum denn immer auf die Schöpfung hören? Wir haben doch selber Macht, wir haben doch selber Kraft. Und es war ein wichtiger Umweg, glaube ich. Und jetzt stehen wir aber vor dem Desaster und können uns fragen, was sind die Punkte, die zu tun sind, damit diese Wunde heilen kann? Vielleicht ist das ein Prozess wie des Erwachsenwerdens. Bei Kindern oder Jugendlichen kommt ja auch irgendwann so der Prozess, die Loslösung von zu Hause, vom Elternhaus. Und irgendwann kommt nach diesem Reifeprozess, kommt aber auch wieder ein Miteinander und eine Rückbesinnung. Schönes Gleichnis. Das kann man auch sehr schön vergleichen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich einem 5 Monate alten Kind sagen würde, hey, du kannst doch laufen, dann würde ich das in etwas reinquetschen, würde vollkommen ohne Kontakt ideologisch diesem Kind etwas aufstülpen, was seinem Wesen noch gar nicht entspricht. Irgendwann aber kommt der Tag und bei jedem Kind zu einem anderen Moment, wo es von selber läuft. Und das können wir, glaube ich, auch vergleichen, wo wir menschheitlich in unserer Entwicklung drin sind, wie so ein Embryo, was sich von einer Stufe zur nächsten entwickelt, oft fällt, bis es dann auf einmal die Regeln des Universums zurückspiegelt. Also es ist ein spannendes, auch dialektisches Prinzip zwischen metaphysischen und physischen Kräften, wo wir halt mitten im Werdevorgang sind. Ja, und ich finde es so wertvoll zu erkennen, dass man in einem Prozess ist. Ich habe gemerkt, in der Partnerschaft ist es so hilfreich in Konflikten, weil du hast vorhin angesprochen, ihr habt viele Prozesse und auch Themen und es ist nicht immer alles einfach. Und es ist ja in Partnerschaften auch. Also auch jetzt so, wenn man jetzt nicht in dieser Gemeinschaft wie in Tamera lebt, ne? Aber ich habe festgestellt, in dem Moment, wo man sich erinnert und erkennt, dass es eigentlich um was Größeres geht und dass man gerade in einem Prozess ist, der sich vielleicht gerade schmerzhaft anfühlt, aber in dem Moment, wo man erkennen kann, dass wenn man durch diesen Prozess durchgeht, was gewinnt, weil man auf eine neue Stufe kommt, eine neue Erkenntnis hat, sich näher kommt in der Partnerschaft, den anderen kennenlernt, sich selbst kennenlernt, dann kann man das auch mit Dankbarkeit annehmen. Und das fand ich eine wertvolle Sichtweise oder Haltungswechsel, wo Konflikte zu positiver Nährung eigentlich werden und das Wachstum anregen. Eine andere Sicht des Leidens eigentlich, ne? Also ja, weil ich sage auch gerne, Konflikte werden auf einer höheren Ordnungsebene gelöst. Ich habe das oft in meiner Friedensarbeit, wenn ich mit Palästinensern und Israelis gearbeitet habe. Das ist so tief, die Wunde, dass selbst die Engagiertesten an diesen Schmerz kommen, wo dieser Konflikt ist. Mhm. Wo
Und ich kann mich erinnern, wie wir hatten so ein Friedenscamp und es hatte sich so verhakt in den Diskussionen, wo man immer sich gegenseitig beschuldigt. Und dann ist ein Auto, wir waren am Strand und es ist im Sand stecken geblieben. Und auf einmal sind alle zusammen, haben sie dieses Auto aus dem Sand geschoben. Ja? Und das war so ein gemeinsames Erlebnis, weil das höhere Ziel da war. Und das ist so wichtig, wenn wir auf die Konflikte stieren, stagnieren wir oft auch. Wenn wir aber wissen, es ist ein Prozess der Evolution, dann kann die höhere Kraft rein und hilft uns. Ich vergleiche es auch gerne mit einer Geburt. Also wenn du dich erinnerst, wenn du im Moment der großen Schmerzen weißt, es ist ein Geburtsschmerz, dann hast du ein ganz anderes Verhältnis zu dem Schmerz. Du weißt, da ist etwas, was ich gebären will. Und dadurch hast du eine ganz andere Durchhaltekraft, als wenn du zum Beispiel in einer Beziehung denkst, ich habe versagt, ich war so falsch und der andere ist falsch. Also da geht es ja immer um die Vorwürfe, ja, die man sich dann gegenseitig macht. Und da brauchen wir wirklich eine andere Weisheit im Umgang mit diesen Konflikten. Ja, definitiv. Und du hast jetzt gerade nochmal gesagt, bei der Friedensarbeit, wo du warst, wenn die Parteien im Konflikt aufeinander stieren, passiert nichts. Erst mit der Ausrichtung auf das größere Ziel, wo das Auto im Sand stecken geblieben ist, ging es voran und alle haben gemeinsam. Das ist auch das, was du ja vorhin bezüglich Partnerschaften gemeint hast, ne? Wenn man nur aufeinander schaut, also auch im Konflikt nur aufeinander schaut, kommt man ja nicht raus, sondern durch das größere Ziel zu erkennen, ey, es geht darum, was zu lernen, es geht darum, weiterzukommen in der Entwicklung, in der Partnerschaft oder auch im Persönlichen, wenn man in einer persönlichen Krise ist, geht es ja auch darum, zu schauen, daraus zu lernen, den größeren Blick zu bekommen. Genauso wie jetzt, wie du gesagt hast, menschheitsgeschichtlich, ne, stehen wir eigentlich an der gleichen Stelle zu erkennen, was ist eigentlich das größere Ziel, um eine gemeinsame Ausrichtung zu finden und das Ganze als Prozess zu verstehen. Absolut. Also das wünsche ich mir so sehr, dass die Friedensbewegungen, ne, die ja im Moment unglaublich mutig zum Teil auch wirklich ihr Letztes geben. Ne? Und gleichzeitig glaube ich nur an den Erfolg einer Friedensbewegung, wenn sie das im Bewusstsein hat, dass man nicht gegen bestehende Systeme kämpft, weil dadurch gibt man dem Konflikt nur Macht, sondern indem man guckt, wo ist die Ausrichtung, wo ist die Heilungsrichtung, wohin will das Ganze sich bewegen. Und das macht so enorm viel aus. Und die Erde ist in einem Zustand, da die wird uns, also wir werden gefragt, sind wir bereit, aus unserem Engpass mal ein bisschen den Blick zu erheben und aufs Ganze zu schauen und dass es nur eine Erde gibt. Und ob ich jetzt Russe bin oder aus der Ukraine komme oder Palästinenser oder Israeli oder Deutscher oder überall, brauchen wir ja diese höhere Ordnungsebene. Wir sind Menschen. Es gibt eine Menschheit und da will man sich wie in einem gesunden Organismus wieder erkennen und schauen, was ist meine Aufgabe da drin, persönlich und dann als Gruppe, dann als Land. Ja. Ja, das sind unsere Herausforderungen. Ich glaube es auch. Eine Frage noch. Du hast, also ihr in Termera habt dieses Riesenglück, dass ihr euch diese Gemeinschaft gegründet habt, wo ihr anders euch erproben könnt und diese Gemeinschaft hat, die auch, sage ich jetzt mal, die Menschen als Einzelpersonen, aber auch die Paare in ihren Partnerschaften hält. Hast du eine Idee, weil jetzt ja nicht jeder nach Termera kommen kann, hast du eine Idee, wie wir auch in Partnerschaften jetzt, wenn man in der Gesellschaft eingebettet ist, Prinzipien von dem, was ihr jetzt gelernt habt, für sich anwenden kann, auch solange man noch in diesen normalen Gesellschaftsstrukturen drinsteckt, weil ich denke, das braucht es ja. Das, was ihr in Termera rausgefunden habt, möglichst in jeden Haushalt zu kriegen. Ja. Also, als wir angefangen haben, waren wir zu dritt. Das finde ich immer einen wichtigen Punkt, ja. Also, weil das sagen oft Menschen, naja, ihr habt es ja gut, ihr lebt ja in Gemeinschaft. Ja.
Wir waren aber im Grunde am Anfang 3, dann waren wir relativ schnell 12. Und was hat es möglich gemacht? Das Erste war, dass wir der Vision treu geblieben sind. Und ich glaube, das kann man tun, egal wo man lebt. Also selbst ein Eremit ist Teil einer Gemeinschaft. Also egal, ob ich alleine lebe, in Partnerschaft lebe, wir sind Gemeinschaftswesen. Das ist für mich so die allererste zentrale Erkenntnis. Das heißt noch lange nicht, dass man in Gemeinschaft leben muss. Und wenn ich jetzt nicht in Tamera leben würde, ich würde wahrscheinlich gucken, dass ich einmal in der Woche Menschen finden kann, mit denen ich an einem bestimmten Thema arbeiten kann. Das kann was Ökologisches sein, das kann irgendwas, was verbindet uns. Und dann, also es würde uns nicht mehr geben, wenn wir nicht immer auf diese Vision ausgerichtet wären. Und diese Vision heißt nicht nur, dass wir Gemeinschaft unter Menschen sind, sondern Gemeinschaftswesen mit Tieren, mit Pflanzen, mit Elementen. Und das gibt die Kraft des Durchhaltens. Und ich weiß, als ich in Tübingen gelebt habe, ich habe dann einmal in der Woche so zu einer Tafelrunde eingeladen. Was ich immer wichtig finde, man braucht ein gemeinsames Thema, man braucht eine gemeinsame Vision. Das hilft einem, Konflikte zu lösen. Und ich glaube, das kann man, egal an welchem Ort man lebt. Und wenn man jetzt genau sich diesem Thema zuwenden möchte, wie funktionieren unsere Partnerschaften, dann gibt es für mich das eine ethische Richtlinie, wäre für mich immer Wahrheit in der Liebe. Also wenn ich merke, jetzt fange ich an zu lügen, dann merke ich, ich muss was korrigieren. Und dann muss ich vielleicht 2 Tage mich unter einen Baum setzen, um in großem Abstand zu schauen, was ist es? Was braucht jetzt Korrektur, damit der Fluss der Wahrheit, des Eros natürlich fließen kann? Das andere ist, dass also kein Betrug. Also ich weiß noch, wie ich als junger Mensch, das war für mich ein Grund des Ausstiegs. Ich habe gesehen, dass ganz viele Paare auf eine Weise leben, wo sie sich nicht die Wahrheit sagen und dann fremdgehen. Und irgendwann fliegt es dann auf wegen der Visitenkarte im Täschchen oder. Und ich würde mir immer vornehmen, als Frau oder als Mann, wie entwickle ich mich so, dass mein Partner keine Angst hat vor mir und mir deswegen, dass er mir die Wahrheit sagen kann. Also das ist, daran würde ich arbeiten. Und wenn wir dann merken, wir kommen da zu zweit in einen Engpass, dann würde ich Freunde einladen, die helfen. Also das, Liebesbeziehungen sind keine Privatsache. Es ist wirklich Arbeit am System. Und dann, viele denken dann auch, oh, freie Liebe, ja, das klingt so toll. Und machen dann viel zu schnell so Sprünge und öffnen. Also es gibt ja so die Polygamie-Bewegung, ja, und da passiert so viel Elend, da passiert so viel Schmerz. Also man muss schon schauen, dass das Bett des Vertrauens da ist. Und ich kann sagen, also viele empören sich über den Begriff freie Liebe. Und wenn ich dann sagen würde, ja, okay, wir machen unfreie Liebe, würde sich jeder erst recht empören, weil man weiß, dass Liebe von ihrem Wesen her frei ist. Und eigentlich heißt ja die Frage, wie verschwindet die Angst aus der Liebe? Und ich finde, das ist ein Studium. Also man kann die Funktionslogik der Liebe studieren, wie man Mathematik studieren kann oder wie man die ökologische Krise anschauen muss und gucken muss, wo sind die Ursachen, die Heilung brauchen. Also so in der Richtung geht meine Antwort da. Und dann auch, ich merke zum Beispiel, dass dieses Buch und sie erkannten sich, das habe ich mit meinem Partner zusammen geschrieben, die Beendigung der sexuellen Gewalt, das ist ja eine Wahnsinnsthematik, ja. Aber das kann man zum Beispiel studieren und trotzdem können Paare sagen, wir machen das Abkommen, wir leben monogam. Also man muss nicht denken, ja, dann muss ich ja auch viele Beziehungen haben. Das ist vollkommen absurd. Ich kann im Zölibat leben. Und trotzdem die Regeln der freien Liebe studieren und darin meine Ortsbestimmung machen. Ne? Das geht nicht um eine Ideologie, sondern um den Mut, sich geistig auseinanderzusetzen mit Themen,
wo Menschen normalerweise oft gar nicht weiterdenken, sondern nur emotional reagieren. Ja, Und ich empfinde, dass sich das gerade ändert. Also immer mehr Menschen merken, dass wir als Menschheit in die Sackgasse rennen und gucken auf einer viel größeren Ebene und nicht so ganz persönlich ich-bezogen. Ja, das Spannende ist ja, dass gerade auch unser Bild von Liebe ganz oft geprägt ist, naja, von den Bildern, die man vorgesetzt bekommt, ne? Sei es jetzt in der Filmindustrie oder in Büchern. Und die Bilder sind ja schon sehr, sehr mächtig, ne? So dass man denkt, naja, so ist es. Und das andere ist, wie du sagst, freie Liebe heißt ja nicht, dass man nicht in einer Partnerschaft sagt, man bleibt zu zweit. Das ist monogam, das ist uns wichtig. Aber was das Spannende daran ist, ja im Prinzip, wenn du sagst freie Liebe, dass man nicht gesellschaftlich den Karton um die Partnerschaft und um einen rum macht, nach dem Motto, dass man sich abschneidet in seinen Gefühlen und in seinen Wahrnehmungen, weil das nicht sein darf. Sondern den Mut zu haben, wie du sagst, und der Wahrheit zu folgen, wahrzunehmen, was ist, und sich zu trauen und den Mut zu haben, es auszusprechen. Weil sonst führt es ja irgendwo zu gestauter Energie. Und gestaute Energie führt ja irgendwo wieder zu Krankheit. So ist es ja. Und dann führt es ja auch zu Krankheiten in der Partnerschaft. Also dass die Partnerschaft in Anführungsstrichen krankt. Und den Mut, den es ja eigentlich braucht. Und das ist jetzt völlig losgelöst von der Sexualität. Ist diese freie, wahrhaftige Kommunikation. Und nicht nur in den Partnerschaften, sondern ja eigentlich in jeder Beziehung. Absolut, ja. Absolut, ja. Ich meine, ich hoffe, dass wir auf eine partnerschaftliche Kultur hinsteuern. Und das ist was ganz Neues. Also wir haben vielleicht die Matriarchate erlebt, dann die Patriarchate. Und die Bewegung, die auf wirkliche Kooperation hin sich ausrichtet, wo Hierarchie nicht etwas ist, was von oben nach unten geht und hier ist der Bestimmer und danach folgt man, sondern wo wirklich dadurch, dass man herausfindet, wer bin ich im Ganzen, die Heilung stattfindet. Ne? Und was du jetzt zur Krankheit sagst, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Also wir haben ja auch diesen Satz geprägt, Eifersucht gehört nicht zur Liebe. Und wenn du auf die gängigen Weltanschauungen schaust, dann sehe ich immer dieses Bild, wie die berühmte Liz Taylor auf der Bühne steht und sagt, wenn er fremd geht, bringe ich ihn um. Das war früher ein Wahrzeichen für wirkliche Liebe. Weil mein erster Partner, mit dem ich mich dann getrennt habe, der hat damals gesagt, ja, du bist ja nicht eifersüchtig, daran erkenne ich ja, dass du mich nicht wirklich liebst. Was für ein Wahnsinn, ne? Ja. Jetzt ist trotzdem Eifersucht, ich glaube fast alle, ich kenne wenig Menschen, die Eifersucht nicht kennen. Also kann man doch, ist es aber ein Unterschied, ob ich sage, ich habe ein Recht auf meine Eifersucht, dann wahnsinnig einfordernd werde und dadurch meistens viele Liebesbeziehungen kaputt gehen, oder ob ich sage, das ist tatsächlich meine Krankheit. Also so wie Asthma nicht zum Atmen gehört, gehört Eifersucht nicht zur Liebe und ich möchte diese Krankheit heilen. Mhm. Und dann kann man sich zusammenschließen, dann kann man gucken, was braucht es. Und es ist eine wirklich sehr, sehr ausgeprägte Situation. Die Eifersucht wirklich zu heilen, ist ein politisches Unterfangen im Grunde, also ein gemeinsamer Forschungsweg. Wie geht das? Ich denke, im Prinzip setzt sich das wahrscheinlich in der Wirtschaft fort, in diesem Konkurrenzkampf, ne? Ja, und ich denke, so wie du sagst, wenn sich das partnerschaftlich ändert, dass wir in eine partnerschaftliche Kultur kommen, wird sich auch unsere ganze Arbeitswelt verändern. Mal abgesehen von der Schulwelt, mag ich jetzt eigentlich fast gar nicht sagen, aber der Erziehung, Bildung, Begleitung unserer Kinder. Also das beschränkt sich ja dann nicht nur auf die partnerschaftliche Beziehung oder Beziehung unter Erwachsenen im privaten Bereich, sondern ja auch im Arbeitsbereich und auf die Beziehung zu den Kindern. Überall, überall. Also wir sind erzogen und groß geworden in einem System, das auf Vergleich, Konkurrenz, Misstrauen aufbaut. Und das geht sehr, sehr, sehr tief.
Das geht, jeder hat in der Kindheit mal so ein Schmerzerlebnis gehabt, wo er eigentlich die liebende Umwelt gebraucht hätte und die war nicht da. Und so haben wir alle, ich spreche oft auch von dem Angsttuberkel. Es gibt so ein Tuberkel, wo man sich gesagt hat, nie wieder. Das darf man nie mehr berühren, weil da ist ein Schmerz und dann hat man versucht, den zu umgehen und hat wie so ein Kokon da drum gebaut. Und wenn der berührt wird, dann setzt blitzschnell die Struktur ein, wo man entweder angreift oder sich als Opfer fühlt. Dieses Opfer-Täter-System setzt dann in einer Geschwindigkeit ein, wo wir meistens gar nicht Zeuge sind. Also wir sind so identifiziert und das ist das Desaster in den Ja. Beziehungen. Und das drückt sich überall aus, in der Arbeitswelt, in den Berufen. Und wir müssen schon einen ganz tiefen Systemwechsel vollziehen. Das halte ich für notwendig, wenn wir überleben wollen als Menschheit. Es fängt für mich schon an, also, wie soll ich sagen, für mich ist die Erde ein lebendiger Organismus. Und im Grunde haben mit der Unterdrückung des Weiblichen, mit der Verteufelung des Weiblichen hat man auch die Erde verteufelt. Sie wurde zur Materie, die man ausbeuten konnte, wo man alles nehmen konnte, Metalle, Öl, Gas, alles beliebig. Man hat nicht gefragt, man hat nicht Liebe vorausgeschickt und dann berührt. Und das geht sehr tief in unserer Gartenarbeit. Überall hat man unbewusst Feindbilder, Ratten, Wildschweine, also na, man Unkräuter. will sich flüchten, ja, Unkräuter. Und da wirklich zu merken, was für ein Wahnsinn. Die Erde will Kooperation, Zusammenarbeit. Ne? Und da kann dann eine partnerschaftliche Kultur entstehen, wo wir mit Wasser, mit Feuer, mit den Kräften der Erde wirklich in Kooperation treten. Da gibt es dieses wunderschöne Zitat von dem Eike Braunroth, der das Buch geschrieben hat. Heute schon eine Schnecke geküsst. Und Süß. der sagt eben, schicke Liebe voraus und berühre erst dann. Und das praktiziert er in seinem Umfeld, in den Gärten, bis hin zu allem, was wir als Ungeziefer bezeichnen würden. Wir machen das hier in Tamera sehr intensiv. Wir haben ein ganzes Gebiet als Terra Deva bezeichnet, wo wir lernen, mit den Wesen zu kooperieren, also mit den Pflanzen, mit den Tieren und auch mit den unsichtbaren Kräften. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man auch über den, indem man seine Haltung gegenüber der Natur und der Erde und den Pflanzen und Tieren und den unsichtbaren Kräften auch verändert, kann man auch auf eine entspannte Art und Weise eine andere Sicht auf die Welt lernen und Liebe erfahren und sich selbst anders kennenlernen und annehmen. Und dann hat man von dort auch eine Ressource, die man dann wieder mit reinnehmen kann in Beziehungen zu anderen Menschen, in die Ja, genau. Partnerschaft, in die Arbeit. Ja, du sagst es. Also da kommen wir wieder zurück auf den Anfang, ne? Die Selbstliebe. Ja. Und ich selber kann mich gar nicht lieben, solange ich mich nicht als universelles Wesen wahrnehme. Wenn ich das aber merke, dann kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und dann kann auch die Selbstliebe wirken. Also Selbstliebe und Weltliebe und Gottesliebe wird dann fast zu einem. Also es wird so das globale Selbst geboren, das anteilnehmende Herz erwacht. Ja, ist schon spannend, ne? Ja, sehr. Gut, dann würde ich sagen, liebe Sabine, herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich würde dir gern noch die Möglichkeit geben, wenn du abschließend gerne noch was sagen möchtest. Also erstmal danke ich dir für deine Fragen. Danke dir auch sehr für dein Engagement. Und mögest du eine Vielen gute Dank. Führung bekommen bei deinen Versuchen, ja, einen Beitrag zu leisten für die Heilung dieser Erde. Und ich kann nur sagen, lasst uns irgendwie alle, dass wir gucken, wo ist der Ort, wo wir jetzt am meisten gebraucht werden und wo wir mithelfen können, dass die universellen Kräfte durch uns hindurch so wirken können, dass dieser Planet Erde überleben kann. Ich finde, wir sehen so viel Krieg, so viel Schmerz, dass man aufpassen muss, dass es einen nicht wegreißt.
Und trotzdem, also viele haben deswegen auch ihr Herz verschlossen und haben eine bestimmte Gleichgültigkeit oder auch eine Dauerangst. Und ich kann nur sagen, durch die Anteilnahme an dem, was auf dieser Erde gerade geschieht, strömt uns auch eine Kraft zu. Und diese Kraft zu aktivieren, dadurch, dass wir immer wieder das heile Bild sehen, dass wir wissen, es gibt einen heilen Ursprung, sowohl von uns persönlich als auch von unseren Partnern, als auch von unserer Welt, in der wir leben. Da möchte ich einfach allen Mut machen, weil ich glaube, es lebt gerade sehr von unserer vernetzten Intelligenz, dass wir einen Beitrag leisten können für den Frieden auf dieser Erde. Ja, soweit. Und ihr könnt, glaube ich, bei der Verlinkung sehen, wie ihr mit Tamera in Kontakt treten könnt oder wie ihr euch auch von anderen Orten aktiv beteiligen könnt an einer Bewegung für die freie Erde. Danke für euren Einsatz. Danke dir, liebe Sabine. Ja. Dankeschön. Dankeschön.